Hallo Freunde des fahrbaren Blechs, es ist mir eine Ehre, wieder zu Gast auf euren Beifahrersitzen zu hocken und zu schwitzen. Viel Spaß bei der neuen Folge, euer Let's Dashcam. Für weniger als 4 Räder wird nicht erwartet. Der Freund Schnürschuh hier muss offizieller Fahrspurentester sein, anders kann ich mir das hin und her nicht erklären, Freunde. Und so stark wie der hier gerade einlenkt, möchte ich mein linkes Ohrläppchen verwetten, dass er die zweite Sperrfläche auch noch mitnimmt. Kuckuck! Ich hätte angehalten. Ja gut, also wenn wir da mal ein Stück rinzoomen, das Schwarze hier rausradieren, war das Ding auf den Kopf drehen, dann wäre der Kollege im silbernen Auto im Recht gewesen, also halb so wild. Quack. Ja, oder so. Immer nur auf Sicht fahren, Freunde, das gilt für schlecht einsehbare Kurven und auch Herdentrieb-Überholmanöver. Finde ich aber richtig, das dennoch einzusenden. Ein bisschen später und der Besitzer hätte nicht mehr so gelassen reagiert. Ich bin selber Hundebesitzer, nehmt eure Viecher an die Leine, verdammt. Für Freilauf gibt es Hundewiesen in fast jeder Stadt. Nee, da parkt nix, da kommt was angerollt. Ja, nicht an, du Idiot. Ja, und das ist jetzt cool hier, oder was? Ne? Ich wette, Matze hat einen Aufkleber am LKW. Brems mich aus, wenn du dich traust. In den Köpfen der Leute so. Ey, wenn wir jetzt loslaufen, überfährt er uns vielleicht noch. Ja, das Bremsmanöver kam den Schnuff zu spät. Laut Beschilderung wollten diese Herrschaften eigentlich geradeaus Richtung Wache, als ihnen auffällt, was der Träumer vor uns hier veranstaltet. Na sag mal Jürgen, der ist doch gerade über Rot gefahren oder was? Quack.
Auf dem Einfädelungsstreifen rechts zu überholen ist legal und in diesem Fall auch sinnvoll. Blöd nur, dass der Überholer auf der Bahn links das nicht mitbekommen hat. Ich würd's mal mit Hupen probieren. Statt einfach durchzuziehen oder wollte der da rechts anhalten? Das war meine zweite Familie. Also ich habe da teilweise mehr Zeit verbracht als zu Hause. Und das war für mich so ein ganz neues. Wie so ein Geburtskanal, ey. Gratis Kopfkino, gern geschehen. Aber es hat mich doch nicht so richtig losgelassen, weil ich mir denke, wenn jemand kriminelle Energie hat, der stellt sich doch da. Hat er mit das Kanal gerechnet? Der Audi vor uns. Idiot. Ich dachte erst, was will denn der Spinner jetzt? Aber der Spinner ist ein Polizist und kontrolliert jetzt den Max. Ups. Bravo, 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 seljačino, seljačino, jebot, ja, mater mu. Ohne Witz, wollte ich grad sagen. Alter, manche haben's heute aber eilig, du. Alter! Ich meine, ja, der Gegenverkehr hat das Freihalten der Kreuzung verkackt, aber streng genommen hätten hier jetzt auch Kamera und Nachbarn warten müssen, man kann sich aber auch irgendwie noch durchquetschen. Das sind zwar keine Rinder, Alter, weil ich da zu den Autos geguckt hab. Aber sein Steak hätte er fast bekommen. Ja, wie auch immer, besten Dank fürs Ohrenspitzen und Augenöffnen bei dieser Folge, ermöglicht durch diese Spende Rinosen. Willst auch du mal hier zu sehen sein, dann schau in die Beschreibung rein. In diesem Sinne, Outro und so. Macht's gut, ciao Kakao.